Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Und ganz wichtig ist, dieses Video gilt erst, wenn ihr euer erstes Paket gekauft habt. Das heißt, dann geht ihr anders in Daisy rein. Da gibt es auch einen anderen Link für. Den findet ihr unter dem Video. So, da sind wieder oben die zwei Videos, die uns nicht interessieren. Und dann seht ihr nämlich dieses Bild automatische Anmeldung. Automatische Anmeldung heißt, ihr geht immer mit dem Konto aus dem Wallet, mit dem ihr euch eben angemeldet habt, mit dem geht ihr da rein. Ihr klickt dann auf automatische Anmeldung. Das heißt also, ich gehe immer über mein Tron Wallet, Tron Link Ding da. Dann gehe ich eben auf dieses Discover mit den vier Punkten, um dann eben zu dem Browser zu kommen. Dann gebe ich den Link ein und dann komme ich auf dieses Bild. So, ich tippe jetzt auf automatische Anmeldung. So, da werde ich gebeten, natürlich mein Passwort, das ich in dem Tron Wallet habe, einzugeben. So, und so sieht es dann aus. Im Prinzip oben, wie viel schon in dem Crowdfunding gelandet ist, wie viele Daisy-Mitglieder es gibt. Wir sind jetzt bei 52.000. Wie viele Paysetter, die sind im Moment auf Null, weil die einfach in woanders gelistet werden momentan. Und wie viel Geld im Live-Handel ist. So, und wenn ihr dann schaut, Belohnungen sind die Provisionen, die ihr gekriegt habt. Ihr seht Current Contribution Stufe 1. Wie viele Tage man noch hat für den Paysetter-Bonus. Der Paysetter-Bonus wird in einem anderen Video erklärt. Das schaut ihr euch bitte an. Das verlinke ich unten. Da, wo die ganzen Provisionen erklärt werden, findet ihr unten im Text. So, und dann könnt ihr hier gehen auf Stufe 1 zum Beispiel. Im Moment sind die Techniker noch dabei, die Anzeigen zu verändern. Deswegen sieht man bei mir jetzt nur mich und noch nichts drunter. Obwohl man zum Beispiel jetzt hier sieht, dass ich zwei Leute schon geworben habe. Ja? So, Stufe 1. Stufe 2 habe ich auch schon. Und so sieht es dann aus. Okay? So, was man auch sehen kann, man geht in Fund rein. Und da sieht man für die Stufen, die man gebucht hat, wie es denn da aussieht. Also ganz unten die 50, 100, 200, 400 ist eben die Hälfte der jeweiligen Stufe, das Geld, was in den Handel gehen wird. Man sieht oben, ich habe 750 Dollar im Handel. Davon sind im Moment 680 noch nicht benutzt und 69 sind gerade irgendwo investiert worden. Deswegen ist auch das Minus, weil das Geld jetzt erstmal ja irgendwo hingeht und kauft das Geld, kauft dann quasi Kryptowährung. Durch den Kauf geht es ins Minus. Wenn die Kryptowährungen wieder verkauft werden mit einem Plus, geht es ins Plus. Wenn die mit einem Verlust verkauft werden, dann bleiben wir zu einem Teil Minus. Ja? Aber hier seht ihr im Prinzip dann den Handel. Und ja, das ist erstmal soweit der Überblick, wie das aussieht, wenn ihr euer Backoffice habt. Und in einem weiteren Video, wenn es wieder geht, zeige ich euch, wie man eine Stufe aufstockt. Das ist aber im Prinzip ganz einfach. Also, bis bald wieder im nächsten Video.